Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge von Business Planet aus Österreich. Unser Thema heute sind Wirtschaftswachstum und Umweltschutz vereinbar. Andreas Schulig vom österreichischen Umweltministerium erklärt uns, wie man den Bedarf nach Wirtschaftswachstum mit Umweltschutz vereinbaren kann. Nachhaltiges Wirtschaften ist darauf ausgerichtet, eine Balance zwischen Umwelt- und Klimaschutz, Lebensqualität und wirtschaftlichem Wachstum zu schaffen. Wir sehen auch in unseren empirischen Daten, dass die Green Economy ein Treiber des wirtschaftlichen Wachstums ist. So ist die österreichische Umwelttechnikindustrie in den letzten Jahren fast doppelt so stark gewachsen wie die Gesamtwirtschaft. Danke, Andreas. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel in Österreich an. Wir fahren von Wien nach Neuhofen an der Krems in Oberösterreich. Dort hat ein Unternehmen eine neuartige Rotationswärmepumpe entwickelt. Das umweltfreundliche und unbrennbare Arbeitsgas der Pumpe zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf und produziert keinen negativen Treibhauseffekt. Mit unserer Rotationswärmepumpe erreichen wir bei bestimmten Anwendungen eine Kapitalrendite innerhalb von 3 bis 7 Jahren im Vergleich zu brennbarem Gas. Aber wir sparen eine enorme Menge an CO2. Und das ist der Grund, warum wir von der EU durch das Horizont 2020-Programm unterstützt werden. EKOP gehört zu den Preisträgern des Europäischen Umweltpreises für Unternehmen 2018-2019. Wie wir gerade gesehen haben, Andreas, ist Innovation ein Schlüsselelement, besonders wenn es um industrielle Transformationen geht. Wie funktioniert das genau? Wir sehen, dass Innovationen der Schlüssel für die Transformation der Wirtschaft in eine Green Economy sind. Ohne Innovationen werden wir unsere globalen Klimaschutzziele nicht erreichen können. Überdurchschnittliche Investitionen in Forschung und Entwicklung führen zu Innovationen und zu überdurchschnittlichem Wachstum. Unsere wichtigsten umweltpolitischen Ziele sind die Reduktion der Treibhausgasemissionen und die Reduktion des Ressourcenverbrauchs. Viele Unternehmen haben das bereits erkannt und nutzen die Chancen, die sich daraus ergeben. Davon profitiert auch die ganze Gesellschaft. Vielen Dank, Andreas. Alle Informationen finden Sie auch auf der Webseite von Business Planet und in unseren sozialen Netzwerken. Bis bald.